Man lebt nur einmal und dieses Leben ist ein Test. Das hier könnte meine letzte Botschaft sein. Wahrscheinlich ist sie das nicht, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Wir wissen nicht, wann wir einen Autounfall haben, wann wir einen Schlaganfall haben, wann wir uns den Hals brechen, wann wir von den Globalisten umgebracht werden oder wann wir vom Blitz getroffen werden. Und das ist der Grund, warum ich so hart arbeite, warum ich so viele Videos mitten in der Nacht hochlade, warum ich all diese Interviews im Radio mache. Und manchmal bin ich so erschöpft, dass ich nicht besonders gut rüberkomme, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, aufzustehen, bewusst zu sein und sich einzusetzen. Vorhin in der Show habe ich die Leute darum gebeten, uns zu unterstützen und anderen von der Show zu erzählen. Wir wachsen in kleinen und großen Sprüngen, denn bedauerlicherweise manifestiert sich alles, worüber wir hier gesprochen haben. Wir hatten die Handbücher der Globalisten. Aber am wichtigsten sind eure Gebete. Ich glaube nicht nur an Gebete, ich bin abhängig von ihnen. Ich glaube nicht, ich weiß. Ich glaube nicht an Gott, ich kenne Gott. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist der Grund, warum ich keine Angst habe. Ich sehe nicht gerne auf das, was mir und meiner Familie passieren könnte, aber ich weiß auch, dass es keine Zukunft gibt, wenn wir nicht massiv etwas ändern. Meine Damen und Herren, wir sind umzingelt. Ich habe diese Analogie sehr oft benutzt. Man sieht das in alten Filmen, wenn die Leute in einem Schiff sind, das umkippt, und sie müssen dann rausschwimmen, weil das Wasser am Schiff steigt. Vielleicht schaffen sie es nicht daraus, aber sie haben keine Wahl. Und viele Leute sind zu verängstigt, um zu schwimmen. Es gibt wahre Geschichten darüber. Sie schwimmen nicht und versuchen nicht zu entkommen. Sie bleiben und sterben. Sie können nicht die Furcht überwinden, durch das Wasser zu tauchen, um herauszukommen. Oder wie in dem Tempel, wenn man nach dem Schatz sucht und dann kommen die Wände immer näher. Man findet dann besser den Hebel, der das auffällt, oder man stirbt. Anstatt also nur Panik zu bekommen und zu schreien, während sie uns vernichten, wie in der Szene in Star Wars mit der Müllpresse, sollten wir besser aus dieser Klemme entkommen. Das tun wir, indem wir zunächst mal zugeben, dass wir in einer Müllpresse sind. Zugeben, dass wir in einer Tyrannei leben und Nein dazu sagen. Ihr keine moralische Autorität zugestehen und sie kritisieren. Deshalb wollen sie die Redefreiheit abschaffen. Wenn man Nein dazu sagt, hält man es auf. Wir müssen unsere Körper gegen die Maschine stellen, also betet bitte für uns. Wir beten für euch. Und erkennt, dass das, was hier passiert, episch ist. Es ist krass zu wissen, dass es Infowars.com gibt, DrudgeReport.com, Oathkeepers, Ron Paul, Rand Paul zu einem gewissen Grad. Er versucht ein wenig mit dem System zu spielen, aber er leistet auch eine Menge großartiger Arbeit. Ich weiß persönlich, dass er ein guter Mann ist. Ich vertraue ihm im Großen und Ganzen. Ich vertraue, aber kontrolliere. Es gibt nicht allzu viele Menschen, die den Globalisten auf Augenhöhe gegenübertreten. Es gibt nicht allzu viele Menschen, die wirklich erkennen, wie ernst das ist. Denn es gibt diese Normalitätsvoreingenommenheit, über die ich so viel rede. Wenn man zum Beispiel einen Autounfall hat und einem der Arm abgetrennt wurde und man am Verbluten ist, können viele das einfach nicht glauben, dass Blut aus ihrem Arm strömt. Sie binden ihn dann also nicht ab, sie verlieren das Bewusstsein und sterben. Ich hatte in meinem Leben ein paar ernsthafte Verletzungen, was schrecklich war, als es passierte, aber im Nachhinein waren sie echt hilfreich. Diese Erfahrungen haben mich stärker gemacht. Wenn der Finger abgehakt ist oder das Bein offen ist, dann konzentriert man sich, man kontrolliert sich. Aber ich sehe Menschen, die einfach nur Panik bekommen, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, oder die nicht helfen, wenn jemand erstickt und nur sagen, dass man den Notruf anrufen sollte. Diese Passivität und Faulheit macht es möglich, dass wir überrannt werden. Das ist der Punkt. Diejenigen von euch, die Angst haben, das Böse zu bekämpfen, weil es dann auf einen losgehen könnte, ihr solltet wissen, dass es kommt, weil ihr nicht dagegen kämpft. Wir stehen hier also gegen den Feind, weil wir wissen, dass es keine Zukunft für irgendjemanden gibt, wenn wir das nicht tun. Wir können diese Welt nicht den schäbigsten Gestalten überlassen, den degeneriertesten Kontrollfreaks, den größten Psychopathen da draußen. Wir können das nicht zulassen. Wir haben die Verantwortung, alles zu geben, und dann ist man wirklich am Leben. Und man weiß nie, wie lange man noch hat in seinem Leben. Man weiß nie, wann sie den nächsten Anschlag unter falscher Flagge durchführen. Vielleicht eine Bombe, die sie Nordkorea in die Schuhe schieben. Aber vielleicht lassen sie Nordkorea selbst die Bombe abfeuern. Es kam heraus, dass es im März ein geheimes Treffen zwischen dem Pentagon und Nordkorea gab. Unsere Regierung hat Mao an die Macht gebracht. Unsere Regierung hat, wie ich vorhin erwähnte, die Mullahs im Iran an die Macht gebracht. Und das wusstest du nicht? Das ist offiziell bestätigt. Kim Jong-un wurde in der Schweiz ausgebildet. Es könnte gut sein, dass er ein Doppel- oder Dreifachagent ist und dass er bei einem Bombenangriff mitspielen würde. Ich meine, wir wissen es nicht.
Der Punkt ist, dass man dem System nicht vertrauen kann. Sie werden Krisen inszenieren, um euch gefügig zu machen. Sie sind jetzt überall in den Nachrichten und sagen, wir nehmen eure Renten, es ist für die Erde und für die Kinder. Und irgendein reicher Banker in London, Israel oder Frankreich bekommt dann 5 Millionen Dollar extra. Darauf läuft es hinaus. Ich habe unsere Geschichte studiert. Ich habe Tyranneien studiert. Es ist faszinierend. Ich habe das studiert, als ich jung war, 12, 13, 14, 15 Jahre alt. Einfach, weil es interessant war, darüber zu lesen. Aber jetzt verstehe ich, dass wir diese Dinge wiederholen. Die Korruption, die sich heute manifestiert, ist die krasseste Form von ultra-autoritären Bösen, die jemals existiert hat. Das kommt direkt aus der Feder des Teufels. Wenn du nicht an den Teufel glaubst, ist das deine Sache. Aber es könnte genauso gut der Teufel sein. Der Teufel ist echt. Egal, ob du glaubst, dass er ein spirituelles Wesen ist oder nicht, die Menschen manifestieren diesen Geist, der mit den schlimmsten Dingen in der Bibel übereinstimmt. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Man weiß nie, wie lange man noch hat. Wenn ich du wäre, würde ich die Menschen informieren, wie ein wildes Huhn, der meinen Kopf abgeschlagen hat. Und wenn Leute dich auslachen, wenn sie Angst haben oder sich von dir abwenden, dann liegt das daran, dass diese Leute tief in ihrem Innern die Wahrheit kennen. Das Lachen ist ein Verteidigungsmechanismus und diese Menschen haben keinen Selbstrespekt. Stör dich nicht daran, wenn sie über dich lachen. Zu Beginn ist der Patriot ein seltener Mann, gehasst, gefürchtet und verachtet. Aber wenn seine Sache mit der Zeit Erfolg hat, treten die Furchtsamen an seine Seite, denn dann kostet es nichts mehr, ein Patriot zu sein, Mark Twain. Sie wissen, dass das, was du sagst, wahr ist. Du hast den Mut zu sprechen und ausgelacht zu werden. Du hast den Mut, die Wahrheit zu sagen. Du bist nicht Opfer ihrer Gedankenkontrolle. Ich salutiere vor dir und ich salutiere auch noch einmal vor allen unseren Unterstützern und vor meinem Team. Ich möchte euch alle darum bitten, für uns zu beten, für die Freiheit zu beten und für die unschuldigen Kinder, denn das sind die Lieblingsopfer der Globalisten. Die meisten Lakaien der neuen Weltordnung verletzen gerne Kinder auf die eine oder andere Weise. Sie lieben es, Unschuld zu verletzen. Es macht sie fertig, das Gute in den Kindern zu sehen, Gott in den Kindern zu sehen. Also will jede Kultur sie irgendwann foltern und zerstückeln. Ihr sagt jetzt vielleicht, das ist radikal, aber jede Kultur hat das gemacht. Du weißt anscheinend nichts über Geschichte. Wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Die Menschen gehen unter wegen einem Mangel an Wissen. Ich werde meine Kinder nicht in die Feuer von Moloch geben mit den Impfstoffen. Ich werde nicht dem Staat und seinen Anweisungen folgen. Ich kenne diese Leute. Ich weiß, dass die UN in ihrem Bericht über Biodiversität 1996 in den Anmerkungen darüber spricht, dass sie Menschen auf Gaia einführen will. Sie wollen die Energie der Kinder. Denn diese Kreaturen, aus welcher Dimension auch immer, bringen sie dazu, das zu tun. Wenn du das nicht glaubst, ist das deine Sache. Aber sie tun das. Und sie benehmen sich nicht wie Menschen. Ich kann euch sagen, ich habe diese Leute studiert. Ich habe die Globalisten studiert, ich habe ihre Lakaien studiert. Jemand anders schaut euch aus deren Augen an. Und ich kann diese Parasiten nicht ausstehen. Alles klar, meine Damen und Herren, das ist das Ende dieser Übertragung. So Gott will, sehen wir uns wieder bei der Radiosendung morgen um 11, Infowars.com oder am Videostream bei PrisonPlanet.tv und dann hier morgen Abend um 7 bei den Infowars Nightly News.